Was ist los? Was siehst du? Ich sehe, was dir bevorsteht. Es zieht sich wie eine Welle durch die Ebenen und geht von diesem Punkt aus. Möchtest du wissen, was ich sehe? Ja, natürlich. Erzähl. Zuerst musst du mir etwas versprechen. Versprech, dass du zurückkehren wirst, dass du eine Möglichkeit finden wirst, mich zu retten oder bei mir zu bleiben. Das klingt jetzt bedeutend. Das erste hört sich interessant an. Aber ich werde es nicht unbedingt gleich direkt sagen. Ich lese es nochmal kurz vor. Mir fällt es schwer zu glauben, dass eine Frau, die ich einst liebte, versucht, mir Versprechen abzupressen und mir dafür Enthüllungen verspricht. Hast du deinen Glauben an mich verloren, Leonora? Das ist ein gutes Argument. Das zweite wäre, dass der Preis zu hoch wäre. Dritte ist eine Lüge. Das vierte ist einfach nur eine Abfuhr. Und das fünfte ist eine Zustimmung, dass man wirklich alles daran tun würde. Und das sechste ist ein richtiges Gelübde. Jetzt entscheiden wir quasi, was für eine Gesinnung wir haben. Also nicht direkt von der Spielmechanik her. Aber jetzt müssen wir, beziehungsweise ich, mich entscheiden, was für ein Mensch wir sind. Ich nehme das Erste. Das ist das Unverfänglichste, wenn auch nicht das Sympathischste. Mir fällt es schwer zu glauben, dass eine Frau, die ich einst liebte, versucht, mir Versprechen abzupressen und mir dafür Enthüllungen verspricht. Hast du deinen Glauben an mich verloren, Dionara? Dionara wird betroffen. Jetzt ändert sie ihren Ton und spricht mit fast flehender Stimme. Ich habe nicht vor, dir ein Versprechen abzuringen, mein Liebster. Aber ich habe so lange darauf gewartet, dass du zu mir kommst. Jenseits des... Wenn du nicht vorhast, mir ein Gelübde abzuringen, Dionara, dann tu es auch nicht. Erzähl mir lieber von deinen Visionen und wir reden nicht mehr von Gelübden und Versprechen. Dionara erstarrt. Sie sieht aus, als wollte sie etwas sagen, seufzt aber nur resigniert. Na gut, mein Liebster. So wie zuvor werde ich mein Vertrauen in dich legen müssen. Sie schließt ihre Augen. Dies sehen meine Augen, mein Liebster, frei von den Ketten der Zeit. Du wirst auf drei Feinde treffen, doch keiner wird fürchterlicher sein als du selbst in deinem ganzen Glanz. Es sind die Schatten des Bösen, des Guten und der Neutralität, zum Leben erweckt und verzerrt durch die Gesetze der Ebenen. Du wirst zu einem Kerker kommen, erbaut aus Reue und Kummer, wo die Schatten selbst im Wahnsinn verfallen sind. Dort wird man von dir ein schreckliches Opfer verlangen, mein Liebster. Damit all dies Ruhe finden kann, musst du das zerstören, was dich am Leben erhält, und deine Unsterblichkeit opfern. Zerstören, was mich am Leben erhält? Ich weiß, dass du sterben musst, solange du noch kannst. Der Kreis muss sich schließen, mein Liebster. Du bist nicht für dieses Leben bestimmt, und der Zeitpunkt deines Todes wurde schon zu lange aufgeschoben. Du musst finden, was dir genommen wurde, und über die Grenzen dieses Lebens hinausziehen, in das Land der Toten. Sterben, solange ich noch kann? Hab mein Tagebuch auf den neuesten Stand gebracht. Ha, und jetzt sagt sie die alte Geschichte von an deinen Fähigkeiten vom Tod aufzuerstehen gibt es keinen Zweifel und dass wir halt unsere Erinnerungen verlieren und dass wir irgendwann wirklich verdammt sind, weil wir uns an nichts mehr erinnern können. Aber das davor, ihre Vision, das hört sich so an, als wenn unsere Aufgabe wäre, eigentlich nur zu sterben. Also richtig zu sterben. Das klingt nicht sehr aufbauend und das kann auch nicht Sinn des Ganzen sein. Wir müssen einfach nur herausfinden, wer wir sind, wie es dazu gekommen ist und wie wir es auflösen können. Und zwar nicht, indem wir uns einfach nur umbringen. Leb wohl, Dionara. Ich warte auf dich in den Gewölben des Todes, mein Liebster. Sie lächelt, aber ihr Gesicht zeigt Traurigkeit. Sie schließt ihre Augen und entschwindet mit einem enterischen Säuseln. Hörst du mir also wieder zu, Meister? Irgendwie scheinst du den Faden verloren zu haben. Nein, mir geht's gut. Weißt du, wer dieser Geist war? Hä? Geist? Ja, das Gespenst, mit dem ich mich gerade unterhalten habe. Die Frau. Du hast dich mit einer Frau unterhalten? Wo?
Morte sieht sich aufgeregt um. Wie hat sie ausgesehen? Sie war gerade hier oben auf der Bahre. Hast du sie denn nicht gesehen? Nein. Du hast einfach den Faden verloren. Hast einfach da gestanden, fast wie eine Statue. Ich hätte schon ein wenig Angst, dass du wieder übergeschnappt bist. Nein, mir geht's gut. Glaube ich jedenfalls. Lass uns weiterziehen. Ja, schon anscheinend gut. Haben nur wie sie gesehen. Aber gut, das war jetzt verstörend. Unsere Aufgabe soll sein, Selbstmord zu begehen. Erledigt. Ja, richtig. Im nordwestlichen Teil der Torbogen und wir haben den Fingerknochen. Also theoretisch könnten wir jetzt von hier verschwinden. Aber was bringt uns das? Wir haben hier noch nicht alles erforscht, also sollten wir noch kurz einen Abstecher machen. Uns hier die Skelette nochmal angucken. Die eine Wand hier sieht noch komisch aus mit den ganzen Waffen dran. Und danach gehen wir erst raus. Aber erstmal speichern wir ab. LP006. So, also. Ich bin weg. Im Nordwest können wir jederzeit raus. Das heißt, wenn irgendwas mal schief gehen sollte mit den Staubmenschen, laufen wir einfach dahin. Gucken wir uns die beiden Zombies hier nochmal schnell an. Die Leiche dieser Frau hält in ihrem trockenen Gang inne, als du dich näherst. Du bemerkst, dass die Zahl 114 auf ihre Stirn gekritzt ist. Ihr Mund ist zugenäht worden und die Fäden lösen sich langsam und zwischen ihren Lippen dringt schwaches Stöhnen hervor. Oh, versuch sie zu sprechen? Die Leiche starrt dich weiter an. Hallo, so tot und doch so köstlich. Ja, nee, Morte. Oh. Ja, ihm könnten wir jetzt die gleiche Geschichte erzählen wie den anderen auch. Das lassen wir einfach mal. Und schauen uns die Skelette an. Wow, die sind laut. Vor dir steht ein riesiges Skelett in einer reich verzierten Bronzerüstung. Ihre Rüstung ist mit Schrauben am Körper befestigt und auf dem Brustharnisch sind kunstvolle Symbole eingeritzt. Du fragst dich, woher das Skelett stammt. Du wusstest gar nicht, dass es so große Menschen gibt. Die riesige Klinge in seiner Hand sieht aus, als wäre sie so viel wie ein ganzes Fuhrwerk. Wir können versuchen, dem Skelett die Klinge abzunehmen. Oder die Bolzen herausziehen, wie bei den anderen Skeletten. Oder wir könnten Morte anbieten, das Skelett zu übernehmen. Hey, wie wär's mit diesem Skelett, Morte? Ist dir das als Knochengerüst gut genug? Morte grinst. Das war ein Ja, oder? Oh, Verzeihung. Morte schwebt zum Kopf des Skeletts hinauf, begutachtet ihn und kommt wieder herunter. Dabei mustert er die Rüstung und die Klinge. Oh ja, oh ja. Ich glaube, diese hier ist ganz brauchbar. Also gut, gib mir eine Sekunde. Ich muss von diesem Ding hier den Kopf herunterkriegen. Als du schon drauf und dran bist, hältst du plötzlich inne. Und dein Blick fällt auf die Rüstung des Skeletts. Die auf dem Brustharnisch eingravierten Symbole bremsen dich irgendwie. Wenn diese Skelette Wächter sind, dann stört man sie besser nicht, sonst wachen sie auf. Untersuche das riesige Skelett, aber vorsichtig. Die komplexe Bronzerüstung ist mit Eisenbolzen am Brustharnisch und an den Schulterblättern des Skeletts befestigt. Bei genauerer Beobachtung des Knochengerüsts unter der Rüstung bemerkst du, dass dieselben Eisenbolzen auch in den Schultern, Ellenbogen und Kniegelenken sowie im Becken des Skelettes stecken. Dicke Lederriemen und Seile sind so um die Arme und Beine des Skeletts gewickelt, dass sie den Eindruck von Muskeln und Sehnen erwecken. Wir können die Rüstung nochmal untersuchen. Obwohl es sich offensichtlich um eine alte Rüstung handelt, wirkt sie gut gepflegt. Sie strahlt einen matten Glanz ab. Und die Symbole auf dem Brustharnisch verändern sich im Licht des Feuers. Und zwar immer dann, wenn du sie fixieren willst. Komisch. Schauen wir uns die Zeichen mal an. Fast unbewusst entspannt sich dein Blick bei Betrachtung der Symbole. Jetzt verändern sich die Symbole nicht mehr. Du siehst nur noch eine Runenreihe, die quer über die gesamten Brustharnisch verläuft. Irgendwie erinnern dich die ineinandergreifenden Runen an Ketten. Und bei diesem Gedanken fällt dir plötzlich ein, dass sie eine Art Abwehrzauber sind. Sieh dir die Runen genau an und versuch dich an den Zauber zu erinnern.
Du schaust dir das quer über den Brustharnisch verlaufende Runenmuster genau an. Auf der untersten Ebene betrachtet handelt es sich wohl um einen schwächeren Rüstungszauber. Doch die schädelförmige Rune und die kugelförmigen Embleme an den Rändern der Rüstung sprechen dafür, dass es hier auch verschiedene stärkere Nekromantie- und Schutzzauber im Spiel sind. Bei Berührung wacht das Skelett wahrscheinlich auf und verteidigt sich. Also vorher hatten wir nur die Option, ihm die Klinge wegzunehmen, die Bolzen rauszuziehen und wieder zu gehen. Jetzt haben wir noch die Option, dass wir den Zauber auflösen können. Oder es zumindest versuchen. Das probieren wir doch gleich mal. Du vermutest, dass du die Runen auf dem Brustharnisch vernichten musst, um den Zauber aufzudecken. Doch dies ist wahrscheinlich einfacher gesagt als getan. Das Muster ist sehr komplex und bei Vernichtung des falschen Teils wird das Skelett womöglich zum Leben erwecken. Oh, weia. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder zuerst den Rüstungszauber und dann den nekromantischen und dann den Schutzzauber. Oder Schutz, dann Runen, dann nekromantisch und dann den Rüstzauber. Was können die machen? Also die Rüstzauber machen das Skelett einfach nur stärker wahrscheinlich. Das nekromantische hält ihn am Leben und der Schutzzauber ist wahrscheinlich die Reaktion auf die Berührung. Oh weia, Augen zu und durch. Also zuerst den Schutzzauber und dann von hinten nach vorne durch das Runenmuster. Die Arbeit ist zunächst schwierig und nervenaufreibend, aber mit der Zeit schaffst du es, dich zu konzentrieren, sodass die Runen sich unter deinen Händen auflösen. Innerhalb weniger Minuten befreist du das Skelett von jeglichen Zaubern, das es zusammengehalten hat. Es bricht zusammen und fällt klappernd mit einem heftigen Schlag zu Boden. Verfluchter Haufen Knochen. Es gab jede Menge Erfahrungspunkte. Du wartest kurz, doch niemand reagiert auf das Geräusch. Rasch durchwühlst du die am Boden liegenden Skelettteile. Die meisten sind zu schwer oder zu alt, dass man irgendetwas damit anfangen könnte. Doch dann entdeckst du ein Stück eines Brustharnisches, auf dem noch mehr als die Hälfte deiner Zauberformel steht. Du hast das Gefühl, dies könnte noch sehr nützlich sein. Dann nehme ich es einfach mal mit. Meine Fähigkeiten scheinen zugenommen zu haben. Und Stufenaufstieg. Schön, schön. Was haben wir hier? Rune der schwachen Abwehr ruft Rüstung hervor. Lehrt Anwender Rüstung. Stufe 1 Zauber. Das ist doch wirklich praktisch. Und hier standen noch mehr von den Skeletten rum. Höhö. Na gut, machen wir erstmal kurz unser Level ab. Also, er war ein Kämpfer Stufe 3. Mit... Wo sind die Lebenspunkte? 21 Lebenspunkten. 10 gewonnene Trefferpunkte. Kampffertigkeiten wurden verbessert. Und wir bekommen einen Punkt, den wir jetzt verteilen können. Der kommt sofort auf Charisma. Denn mein Ziel war ja zuerst Charisma auf 16 zu bringen. Und danach erst die anderen Sachen weiter auszubauen. Gut. Und was mit Morte? 10 Trefferpunkte, 2 durch Konstitution und bei ihm gibt es keine Stats, denn er ist nicht der Hauptcharakter. So, jetzt gehen wir nochmal zu dem Skeletter und machen genau das gleiche. Und wieder von hinten nach vorne. Diesmal ist es einfacher, den Zauber zu bannen. Die Runen lösen sich mit seinen Händen rasch auf. Innerhalb weniger Minuten hast du das Skelett frei von jeglichen Zaubern, die es zusammengehalten haben. Weil du weißt, was als nächstes droht, fängst du das Skelett auf, bevor es zu Boden fällt. Und mit einem Ächzen legst du es sachte ab. Mal sehen, was wir hier haben. Rasch durchwühlst du die Reste des Skeletts und nimmst wieder ein Stück des Brustharnisches auf. Auch darauf ist ein Teil deines gebannten Zaubers zu sehen, der dir sehr nützlich sein könnte. Gut. Da ist noch ein Staubmensch. Nee. Dich nehmen wir auch noch mit. Und noch ein Brustharnischteil. Und gleich noch eins. Wir haben
haben jetzt schon die ganzen Verteidigungsmaßnahmen hier außer Kraft gesetzt. Also oben die ganzen Skelette auseinandergenommen. Die Zombies scheinen ja sowieso nicht besonders stark zu sein. Und das ist gleich das letzte von den großen Skeletten. Das heißt, theoretisch kann uns hier niemand mehr wirklich was antun. Außer die Staubmenschen sind alles mächtige Magier. So, aber der Zauber soll auch noch weg. So. Pause. Gucken wir auf die Karte. Hier geht's wieder hoch. Da oben war nur ein Staubmensch und ein paar Zombies. Hier unten ist die Haupttür. Da sollten wir noch nicht durchlaufen. Aber hier können wir mal kurz reingucken. In die Gedenkhalle. Und auf der nordwestlichen Seite war ja Dionara. Vielleicht ist hier ja auch irgendjemand von unseren Leuten aufgebahrt. Obwohl Morte war ja vorhin schon da, ne? Naja, schaden kann es nicht. Nö, ist leer. Hast du was zu sagen? Diese Tatterleiche wurden die Augen und der Mund zugenäht. Und die Zahl 732 wurde ihm in die Stirn geritzt. Die Fäden, die seine Augenhöhlen verschlossen halten, sehen extrem alt aus. Du fragst dich, ob die Augen vor oder nach dem Tod des Mannes zugenäht wurden. Du erblickst ein riesiges Buch in seinen Händen, das er scheinbar irgendwo tragen wollte. Das nehmen wir ihm doch mal ab. Du nimmst der Leiche vorsichtig das Buch aus den Händen. Sie scheint es nicht zu bemerken. Der Wälzer scheint ein Buch mit Zauber- und Abwehrsprüchen zu sein. Es ist voller Diagramme und Schaubilder, in denen die verschiedenen Aspekte der nekromantischen Kunst dargestellt sind. Dieses Buch selbst ist außerordentlich schwer, so seltsam der Zombie auch sein mag. Er muss sehr stark sein. Er hat sonst nichts dabei. Schauen wir uns das Buch doch mal an. Dieses alte ledergebundene Buch listet Diagramme und Details auf über mehrere kleinere Abwehrarten und Zauber. Es enthält viele Zeichnungen von Skeletten, Knochen und der Art und Weise, wie sie konserviert werden können. Ein Abschnitt über Hüter ist besonders interessant. Anscheinend erwecken die Staubmenschen die Leichen gefallener Riesen zum Leben, die ihnen als Hüter für die Leichenhalle dienen. Ah, das waren die großen Skelette. Okay. Um sie noch tödlicher zu gestalten, werden Rüstungszauber in ihre Brustpanzer gewoben, die sie zusätzlich vor Angriffen schützen. Das Buch ist viel zu komplex, als dass du alles auf einmal verstehen und aufnehmen könntest. Aber es sieht so aus, als ob du gewisse Abschnitte nachschlagen kannst, wenn du sie einmal brauchst. Ja, okay, brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber das kommt wahrscheinlich daher, weil wir ziemlich intelligent sind. Schon gut. Also ein Charakter, der jetzt nicht so eine hohe Intelligenz hätte, der hätte wahrscheinlich das Buch gebraucht. Aber na gut, da ist das Haupttor, da wollen wir nicht lang. Also gehen wir jetzt durch das Portal. Bye bye.